Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen, aber feinen DM-Haul für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe ein bisschen was online bestellt. Meistens ist es so, dass ich so bestelle, dass ich so um die 50 Euro liege, dass ich die Mindestbestellgrenze erreiche oder so, ne? Und genau, ich kann nur empfehlen, dass man dort über die App bestellt. Dort hat man dann noch Vergünstigungen. In der App selber gibt es immer wieder Gutscheinaktionen. Es gibt also Rabattaktionen oder wenn du es mit Payback verknüpfst, dann bekommst du da auch noch Aktionen. Ich habe einfach ein bisschen was bestellt, was wir halt aktuell brauchten, sei es Haushaltsprodukte, Foodprodukte, aber natürlich auch ein bisschen was Make-up-mäßig und Deko und so. Und ich starte jetzt einfach mal mit ein bisschen Food, weil das ist mir gerade im Weg. Von Shea habe ich mir eine Mandelmilch geholt, ohne Zucker. Die finde ich ganz gut, die bestelle ich auch gerne immer wieder. Das ist tatsächlich meine liebste Mandelmilch von überhaupt, die es so gibt. Weil die macht keine Klümpchen im Kaffee, die schmeckt gut, die hat nicht so einen exzessiv krassen Eigengeschmack. Ich weiß, dass man sowas auch selber herstellen kann, habe das auch letztens noch gesehen bei Besser Essen oder so. Ich weiß nicht, wie dieser YouTube-Kanal von ZDF heißt. Ich glaube, Besser Essen, ne? Mit dem Legert. Steffen Legert? Stefan Legert? Keine Ahnung. Oh Gott, ey. Super vorbereitet hier. Da hatte der auch nochmal gezeigt, wie einfach das eigentlich ist, sich das selber zu machen, ne? Aber nee, ich kaufe mir die so und dann tut man ja auch noch Gutes, weil es ja von Shea ist und so, ne? Red dir das nur ein, Claudinchen. Ich habe mir aber auch, die habe ich letztes Mal schon mal gehabt und die fand ich auch ganz lecker, von Provamil. Organic Bio Almond Mandel No Sugars Touch of Vanilla. Ja, das ist, wenn man es einfach mal ein bisschen süßer mag. Die mag ich super gerne im Müsli zum Beispiel oder als Kakao zum Beispiel. Ne? Wenn ich mir da einfach Kakaopulver mit reinmache, das finde ich auch ganz cool. Wobei, warum hole ich mir eine Vanillemilch, wenn ich die in Kakao mache? Egal. Fand ich auf jeden Fall ganz nice, habe ich schon mal leer gemacht und jetzt halt nochmal geholt. Ich versuche ja auf normale Kuhmilch zu verzichten, weil ich die nicht so gut vertrage. Ich bekomme davon nämlich Unreinheiten und Ausschlag, am Bauch vor allem. Das ist total merkwürdig, aber da kriege ich es halt. Das macht dann nicht so viel Freude, ne? Ja, Ostern steht vor der Tür. Heute ist der 14.3. Ich bin sehr gespannt, wann ich dieses Video online stelle. Da habe ich so eine kleine Hasen, weiß ich nicht, Familie geholt. Ist das nicht niedlich? Ich finde das voll süß. Ich liebe die Deko von DM. Ich liebe sie wirklich. Und dann sieht man sowas und denkt sich, oh, ich muss das haben. Das ist echt niedlich. Ja, ne? Das fand ich süß. Und das hat so goldene Applikationen an den Öhrchen. Das ist so nicht glatt, aber auch nicht matt. Das ist so seidig. Streichelt man das gerne? Das ist süß. Ja, ja, Hygienespüler von Denkmit habe ich auch noch mitgenommen, weil den mache ich halt immer rein in unsere Wäsche. Dann stinkt unsere Wäsche nicht so. Gerade so T-Shirts oder halt Sachen, die du halt trägst, wo man auch mal drin schwitzt, synthetische Stoffe oder sowas zum Beispiel auch, ist gegen Bakterien, spezielle Pilze und spezielle Viren. Und ich hole den immer als Sensitive, ne? Weil ich halt sehr sensible Haut habe. Und ich merke halt auch, wenn ich halt mir irgendwelche Waschmittel mit mega viel Parfümstoffen oder sowas reingeben würde, das ist nicht gut. Da kriege ich dann auch nicht so geile Haut von. Und also quasi da, wo meine Klamotten sind. Ne? Das ist halt blöd. Oder halt auch in der Bettwäsche und so. Deswegen, ja, der kam aber auf jeden Fall mit. Auch etwas von Denkmit. Ich habe keine Ahnung, warum ich das in den Einkaufskorb gelegt habe. Ich habe nämlich letztens bei Mutatos ja auch so eine große Bestellung getätigt und da waren halt auch echt viele Geschirrspültabs mit bei. Und trotzdem habe ich mir von Denkmit nochmal die Nature-Tabs geholt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Aber die werden ja auch nicht schlecht, ne? Aber ich muss jetzt auf jeden Fall dran denken, dass ich jetzt erstmal keine Geschirrspültabs mehr brauche. Denn ich habe letztens welche von Rossmann geholt, von Domol. Da haben wir noch eine volle Packung. Wir haben die jetzt. Und wir haben natürlich noch die ganzen von Finish, die jetzt gerade erst von Mutatos bei uns eingezogen sind, ne? Mhm. Das ist nicht nachgedacht, aber die sind ja auch nicht so super teuer. Ich hatte die, glaube ich, auf meiner Einkaufsliste stehen und hatte vergessen, sie runterzunehmen. Und nachdenken ist ja manchmal auch nicht so mein Ding. Deswegen sind die jetzt auch mitgekommen. Es hat mich gewundert. Ich habe das bei dem Sortimentsupdate von Catrice nämlich gar nicht gesehen und habe das deswegen auch nicht mitgekauft. Von Clean ID, der Insta Bright Serum Primer. Silikonfrei, Mikroplatt.
plastikpartikelfrei, vegan und einen optischen Effekt gibt das. Und das ist für sensible Haut geeignet und das ist nicht pickelverursachend. Es hört sich eigentlich voll nach einem Produkt an, was ein Claudi-Produkt ist. Und deswegen weiß ich nicht, warum ich das beim Sortiments-Update nicht mitgenommen habe. Ich glaube, das ist so ein Nachzügler, oder? Kann das sein? Manchmal haben die ja sowas. Ja, auf jeden Fall wollte ich den ausprobieren. Ich mag auch super gerne diese Marmoroptik. Ist mein Handy hier gerade irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich sehe es gerade nicht. Nee. Ich habe ja auch eine Handyhülle, die auch in dieser Marmoroptik ist. Stehe ich total drauf. Muss der Primer die gleiche Optik wie deine Handyhülle haben? Nein. Aber ich wollte damit eigentlich nur veranschaulichen, dass ich dieses Design sehr gerne mag. Ja, finde ich cool. Ist deswegen mitgekommen. Ja, ganz klassisch. Die werden jetzt hier auch an meinem Tisch bleiben. Denk mit Allzweck feucht, purer, frische Duft. Genau, da habe ich einfach Allzwecktücher mitgenommen. Ich benutze sie einfach gerne, wenn ich hier mich schminke, Leute. Das sieht in der Kamera immer wundervoll aus. Und das, ihr seht ja nicht, was hier alles auf dem Tisch abgeht. Der ist manchmal voll von irgendwelchen Puderresten, Mascara-Resten. Eben habe ich noch ein Video gedreht, wo ich ganz viele Instagram-Marken getestet habe. Meine halbe Dekolleté- und Hupi-Maske ist auf dem Tisch gelandet. Also von daher, ne, ist es immer ganz gut, wenn ich sowas hier habe. Denn wenn ich hier einen Eimer Wasser hinstelle, ist halt auch irgendwie blöd. Deswegen, ne, die packe ich mir hier auch direkt zur Seite. Neben meine Bürste, mein Feuerzeug und mein Face-Art-Buch von Maxime Giacomo, was ich euch voll empfehlen kann. Schaut auf jeden Fall bei Danny Pelletier auf der Homepage vorbei. Der hat da richtig geile Bücher. Auch das Face-Art, ne, zeige ich euch mal. Komm, ich mache ein bisschen Nee, ist gar keine Schleichwerbung. Ich kriege da ja nichts für. Das ist ja einfach nur, ne, weil ich es cool finde. Da kann man seine Make-up-Looks reinmachen. Und ich finde das toll. Ne? Ich zeige es auch immer mal wieder gerne. Ja, es macht Spaß und Support ist kein Mord. Deswegen erwähne ich das auch gerne in meinen Videos. So, als nächstes habe ich mir etwas geholt, was einfach jetzt gerade aktuell sein muss. Ne? FFP2-Masken, die habe ich einmal geholt in weiß und einmal in schwarz. Ich habe keine Ahnung, warum die so günstig waren. Ich habe mir halt gedacht, das ist doch ganz nett ist, wenn man auch mal schwarze hat und wenn man ein bisschen mehr im Backup hat. Aber ich habe mich gefragt, warum die so günstig sind, weil ich glaube, die haben jetzt pro Pack, ich glaube, nur 5 Euro gekostet und die kosten sonst viel mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich fand das merkwürdig. Ja, hier steht, lagern Sie die Atemschutzmaske vor dem Gebrauch in der Originalverpackung, halten Sie die Maske fernab von kontaminierten Bereichen, Staub, Sonnenlicht, extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und schädlichen Chemikalien. Ja, ich wollte es halt nicht in Salzsäure dippen. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt minus 25 bis 70 Grad. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 80% liegen. Leute, unsere relative Luftfeuchtigkeit ist viel zu gering. Wir haben hier teilweise unter 20% und müssen hier mit Luftfeuchtegeräten arbeiten. Das ist Wahnsinn. Für den Transport des Produktes verwenden Sie die Originalverpackung. Ja, aber ich weiß nicht. Vielleicht, ich habe hier auch irgendwie, wenn ich das so durchsehe, sind da irgendwelche chinesischen Siegel und so drin. Ich weiß es nicht. Aber das sind doch die ganz normalen CE-Masken, ne? Keine Ahnung. Ich freue mich einfach, dass ich die relativ günstig geschossen habe, oder? Ein bisschen Deko habe ich ja auch noch von Profissimo. Das Profissimo, die haben wohl neue Kerzen, die so optisch ein bisschen an die Juwelkerze erinnern. Aber ich wollte mal gucken, wie groß die sind, wie die riechen, wie die Haltbarkeit so ist. Denn ich normalerweise, die Profissimo-Kerzen halten bei mir nicht so lange und die brennen echt blöd ab. Und das wollte ich bei denen mal austesten. Traumtänzerin, wobei die auch ein bisschen aussehen wie die von Party Light, muss ich gestehen. Frische Nuancen von Birne und Apfel verbinden sich mit den verführerischen Noten von Rose und Magnolie. Ich glaube, uns ist allen klar, dass ich diese Kerze mitnehmen musste, ne? Die musste in den Einkaufskorb ungerochen. Kann man die hier aufmachen, oder? Ist die noch irgendwo zu? Ich weiß nicht. Ich sehe nichts. Kann man bestimmt aufmachen. Ich trage übrigens das Kleid aus der Tamtam Beauty Kollektion von Tara. Ich finde es mega. Ich habe eben den Haul dazu gedreht. Oh, das riecht so geil. Das stelle ich mir gleich in den Hintergrund. Sehr sanft und weich und riech mal, ne? Das ist echt cremig, pudrig, blumig frisch. Also die Magnolie riechst du mehr raus als die Rose. An irgendein Körperpflegeprodukt, was ich letztens verwendet habe, erinnert mich der Duft gerade. Ich weiß es gerade nicht, fällt mir gerade nicht ein, aber es riecht richtig geil. Also das gefällt mir. Da freue ich mich schon drauf, wenn das meinen ganzen Raum beduftet hier. Yay! Apropos rosa Verpackung, da habe ich mir auch von BH Cosmetics diese neue Lidschattenpalette geholt, die Flower Power. Das ist ja eine von den Paletten, die so mini kleine Fännchen haben, was ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm finde. Bei Melloflori sieht man ja, dass man die auch durchaus irgendwann mal aufbrauchen kann, wenn man krass drauf ist. Ich persönlich mag diese
70er-Jahres-Style-Geschichte, Groovy Baby Peace, Love and Tie-Dye Eyes. Ich mag sowas, ne? Also ich habe auch tatsächlich bei mir zu Hause ein Hippie-Kostüm. Ich bin da voll mit bei. Wenn ich so ganz normal im Sommer unterwegs bin, habe ich auch echt einen kleinen Hippie-Boho angehauchten Style. Also ich habe so lange Walle-Walle-Röcke und sehr alles natürlich und ne, das passt halt schon. Und dieses Lila ist voll mein Beuteschema. Ich meine, dass letztens die Nicole, hatte die nicht danach gefragt, ob da, ob jemand so eine Palette empfehlen kann. Schau dir die auf jeden Fall mal an. Ich glaube, du schaust mein Video auch. Chiquitas Place heißt sie hier auf YouTube. Weil die enthält halt genau die Farben, die sie für ihr lila Full Face oder ihren lila Look, den sie schminken wollte, gebraucht hätte. Und ja, die ist halt echt erschwinglich, diese Palette, ne? Und wenn du dann noch die ganzen Rabattgeschichten hast, teilweise hast du auch online 10% auf alles oder irgendwelche 20% auf Make-up-Geschichten und so, ne? Kriegst du die ja noch günstiger. Nö, kann ich auf jeden Fall mal mit euch zusammen austesten. Die Blush-Palette hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gecatcht, ne? Ich habe ja aus dieser ganzen Marshmallow-Trüffel-Bla, wo es halt so viele verschiedene Paletten von gab, von den Blushes, habe ich ja diese Vierer-Paletten, ne? Von Marion einiges ja, ertrashed und auch geschenkt bekommen. Und da bin ich echt gesättigt, was Blushes von BH Cosmetics angehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da noch irgendeine neue Blush-Farbe rausbringen können, als das, was ich jetzt schon da habe. Also da habe ich echt alles. Ein bisschen Food habe ich geholt, Dinkelzwieback ohne Zuckerzusatz. Ja, warum hole ich ständig Zwieback? Es ist so, dass Sammy kommt ja aus dem Tierschutz und er hat eine komplette Narbe um seinen Hals, also da ist so richtig so eine einschneidende Geschichte. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist, aber wir wissen, dass das dazu geführt hat, dass er Magenprobleme hat. Also der hat auch so ein bisschen eine Hiatus Hernia, also dass quasi der Magen auch ein bisschen hochgerutscht ist und er übersäuert halt super, super schnell. Er erbricht sich häufiger, wenn er sich zu sehr anstrengt oder wenn er zu sehr aufgeregt ist. Das zeigt sich auch in diesem Reverse Sneeze, dass da alles ein bisschen anders bei ihm mit der Luftgeschichte ist und auch mit der Speiseröhre, mit der Magengeschichte und so, ne? So, und das hatten wir schon relativ zu Anfang, dass wir da ein bisschen Angst um ihn hatten und waren dann da bei einer Tierärztin, bei unserer Tierärztin und haben halt gefragt, was können wir da machen? Und sie hat uns geraten, wir können ihm Reis geben, wir können ihm Kartoffeln geben und wir können ihm Zwieback geben. Und wir haben halt geschaut, was nimmt er am meisten an? Wir haben Reis und Kartoffeln auch in sein Futter gegeben, wir haben ihm Leckerlis daraus gemacht und. Hat er aber nicht haben wollen. So, die Alternative dazu ist tatsächlich Zwieback. Warum Zwieback so krass bei ihm abgeht, ja, es ist Getreide drin, ne? Ist eigentlich total böse und so, aber sie hat es uns empfohlen und deswegen kriegt er das halt auch tatsächlich. Das nimmt halt die überschüssige Säure auf und bindet diese ganze Geschichte, sodass er nicht übersäuert. Also man nimmt ja auch zum Beispiel als normal Mensch, als Erwachsener, wie auch immer, wenn es einem nicht gut geht, dass man sich einen Schluck Milch trinkt. Das kriegt Sammy auch zum Beispiel kurz bevor er bricht, wenn wir das mitbekommen, kriegt er von uns auch ein bisschen Milch oder auch danach. Er hat heute auch noch gebrochen. Ja, und oder er... Damit er halt nicht übersäuert bekommt, der Zwieback, ganz einfach, unterm Strich gesagt, ne? Und es hilft ihm, es tut ihm gut, er fühlt sich da, glaube ich, echt gut mit. Er verlangt es im Prinzip auch jeden Abend, also er bekommt es immer abends vorm Schlafengehen von uns. Und seitdem wir das wirklich regelmäßig machen, und das machen wir jetzt ja schon seit Jahren, geht es ihm wirklich, wirklich besser. Ne? Also das ist ein Tipp von der Tierärztin gewesen, den ich jetzt hier auch nochmal kommuniziert habe. Aber deswegen hole ich mir jetzt auch tatsächlich immer, wenn ich bei DM oder Rossmann bestelle, Zwieback. Ist nicht für uns, ist für unseren Hund, für Sammy. Der bekommt jeden Abend eins und da wir ja nicht so wirklich mehr in Supermärkte reingehen oder so, kombiniere ich das mit meinen Online-Bestellungen. So, von Evelyn habe ich nochmal recycelte Kosmetiktücher geholt. Das ist die günstigste Variante von den ganzen, sage ich jetzt mal so. Die haben wir bei uns halt immer. Also eine Box habe ich hier stehen, es dauert aber ewig und 3 Tage, bis die leer ist, weil ich hier meistens Handtücher verwende. Eine haben wir bei uns beim Wohnzimmertisch stehen, wo wir ja auch essen, wir bösen Menschen. Und ja. Dann stellen wir die halt auch hin, wenn wir dann am Esstisch mal essen sollten. Und überall haben wir die im Prinzip stehen. Ja, und da ist jetzt letztens wieder was leer gegangen. Deswegen habe ich noch eine Box nachgeholt. Wir haben aber noch einige so im Backup da. Aber das ist halt, wenn ich sowieso schon mal da bin, dazu bestellen, dann bestelle ich mal eine Packung von den Allzwecktüchern mit, eine Packung von den Kosmetiktüchern. Jetzt ist mir aufgefallen, ich hätte eigentlich noch mehr von den Allzwecktüchern bestellen sollen. Egal.
Ich werde demnächst safe nochmal irgendwo bestellen, ne? So, jetzt habe ich noch ein bisschen was an Essensprodukten, an Foodprodukten. Da habe ich für den Sodastream den Bio-Sirup Rhabarber mitgenommen. Ich hatte letztens den mit Holunderblüte geholt, der richtig lecker war. Ja, und den hier gab es dann auch noch im Shop. Den wollte ich auch ausprobieren. Und dann können wir mal gucken, welcher von uns, von den beiden uns besser gefällt. Das ist eine richtig geile Geschichte für... ja, wenn man dann halt Sommer hat oder wenn halt so, ne, wenn man ein bisschen was Fruchtigeres haben möchte, finde ich echt klasse und jo, hier muss man halt nur, ach so, ja gut, ne, wenn du das verdünnst, dann hast du halt viel weniger Kalorien. Das hatte ich mal irgendwo gesehen, irgendein Beitrag war da mal in Relation zu einem Fruchtsaft oder sowas, was ein Sodastream-Sirup in einem Produkt hat, wenn du das so trinkst in Relation zu dem, wenn du dir das so kaufst. Ich meine, bei Cola, Fanta, Sprite ist es natürlich noch viel exzessiver. Beziehungsweise Pepsi, 7-Up und Orangina sind da, glaube ich, die Sodastream-Marken, ne? Ja, aber finde ich klasse. Also ich finde es total, total super und schmeckt das richtig gut. Und ja, du hast halt keine Schlepperei mehr, ne? Finde ich klasse. So, dann ist unser Bratöl leer gegangen. Das ist jetzt von DM Bio halt das ganz normale Bratöl und nicht das Bratolivenöl. Genau. Ja, wir kochen halt viel, ne? Wir sind ja HelloFresh-Kunde und deswegen verwenden wir viel Öl zum Braten. Und da habe ich jetzt die letzten Male mit normalem Olivenöl gebraten. Das kann man ja nicht so hoch erhitzen, das wird dann ein bisschen bitter. Aber jetzt haben wir wieder normales Bratöl, das finde ich gut, das gefällt mir. Und deswegen durfte das mit und der Palmer hat sich gerade verdünnisiert. Ja, dann hatte mein Freund mich darum gebeten, dass ich ihm seinen Lieblingstee mitbestelle. Und zwar von Teekanne den Magenfeintee und den Innere Ruhetee. Kann man aber leider bei DM Online nicht so kaufen. Aber man kann sich sowas kaufen. Das fand ich irgendwie witzig. Es war ziemlich teuer und ich glaube auch, dass es nicht im Verhältnis dazu steht. Ne? Aber ich fand das cool. Du hast ja halt die ganzen verschiedenen Teesorten. Halsfreund, Basisch und Vital, Entspannung, Traumschön, innere Ruhe, atme dich frei und magenfein. Und ich habe mir gedacht, da wir ja eh so ein Fan von diesen Tees sind, macht so eine Teebox echt Sinn. Und ich glaube, dass wir da echt Spaß dran haben werden. Wir haben ja sowieso so eine Teebox bei uns auch immer stehen. Und jetzt haben wir halt so eine richtige... Ich finde das total cool. Hä, warum ist denn das so durch die Gegend geflogen? Naja, transportbedingt ist einiges ein bisschen verschoben. Aber ich finde das geil. Das riecht hier richtig gut raus. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Also wie gesagt, jetzt ein bisschen was gerade verschoben. Deswegen sieht das gerade nicht so hübsch aus. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so eine coole Teebox, Leute. Komm, ne? Also finde ich klasse. Und das war mein DM-Haul. Ihr Lieben, es ist wirklich bunt gemixt, wie immer, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!